Tipps. Moin Moin und herzlich willkommen hier in der Zockebude. Ich bin der Chris und ihr seht schon, wie immer weiß ich nicht, in welche Richtung ich zeigen muss. Ich bin irgendwie zu blöd dafür. In die Richtung. Project Hospital. Es ist wieder soweit. Ich wage mich da wieder ran. Wo ist meine Maus da? Guck mal, hier unten habe ich einmal den, so einen Abonnenten-Counter mal eingefügt. Und ihr seht hier unten, da wurde ich so oft drauf hingewiesen, macht doch mal, wer die Patrons rein, das würde uns voll gefallen. Habe ich jetzt mal gemacht. Ich habe eine Sache rausgenommen. Und zwar diese More-Events-Kram-Dinger. Ich habe das Gefühl irgendwie, dass die das verursacht haben, dass das Spiel immer gebuggt hat. Wir probieren es jetzt mal ohne. Also, was haben wir jetzt dabei? Das erste kann ich schon mal gar nicht aussprechen. Fängt schon gut an. Was steht da? Otohinolaryngology. Keine Ahnung. Was ist das? Das ist bestimmt hier, was war da? Was verstehen wir darunter? HNO-Arzt wahrscheinlich. Ich glaube, das war das. Plastische Chirurgie, Urologie und Nephrologie, was auch immer das ist, und Gynäkologie. Haben wir jetzt mal mit zugenommen. Wir fangen jetzt wieder komplett von neu an. Und ich will gar nicht mal so lange rumblubbern. Sandboxen. Leeres Feld. Genau. Ambulanz. Nein. Freies Bauen machen wir einfach mal. Ich weiß gar nicht mehr, wie wir die letzten Male gemacht haben. Ihr seht nachher wieder einen komprimierten Zusammenschnitt. Ich noch was zu erzählen? Nö, ich glaube nicht. Von vornherein wünsche ich euch schon mal viel Spaß mit den nächsten Folgen. Das wird jetzt in Zukunft so laufen, dass einmal die Woche Project Hospital kommt. Und einmal jetzt in der Zukunft erstmal was anderes noch. Werde ich mir dann aussuchen, was dazu kommt. Und dann könnt ihr das euch alles reinziehen. Und ich hoffe, wir finden mal wieder zur alter Stärke zurück. Weil so schlecht war der Kanal eigentlich. Auch wenn ich keine großen Abonnentenzahlen hatte, wurden die Videos aber trotzdem häufig geklickt. Und was ich auch sagen muss, lustigerweise war diese Reihe hier bis heute die bestbesuchteste Reihe überhaupt. Deswegen will ich das mal beibelassen und hier wieder mit anfangen, weil Lust habe ich irgendwie immer noch auf das Spiel. So, und während ihr jetzt so langsam wahrscheinlich mal in den Genuss kommt eines Zusammenschnittes, lege ich jetzt hier einfach los und wir fangen mal an, jetzt in der ersten Folge das Krankenhaus zu bauen. Ja, und dann geht's los hier, ne? So, wo ist denn hier Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde, sag ich doch. HNO-Arztpraxis, Audiogramm, warte mal einmal. Ich guck mal eben kurz durch hier. Tatsächlich operieren die auch. Was ist da denn? Ah, Plastic Surgery, ja. Da bin ich mal gespannt, was danach hier rumkommt, ne? Wir müssen aber natürlich wieder ganz von vorne anfangen. Und erstmal mit einer Notaufnahme beginnen. Genau, den Rest werden wir dann freischalten. Ich hatte eine Idee im Kopf. Die ist aber weg. So, die Frage, wo ist sie hin? Genau, ihr seht jetzt in der Serie das erste Mal mein Gesicht hierbei. Das ist doof, wenn man kein Grundkonzept hat. Und ihr seht schon, ich baue das jetzt größer, weil das im letzten, da war das so, dass ich, wie soll ich sagen, ich habe da so zwei Streifen gebaut und oben so einen Streifen drüber. Und fand ich zwar vom Aussehen cool, aber der Platzmangel war nachher echt ein dickes Problem. Und jetzt haben wir ja auch noch 4 neue Stationen dazu bekommen. Heißt, die müssen wir nachher auch noch irgendwie unterkriegen. Wie wir das nachher machen, das weiß ich nicht. Ich weiß auch gar nicht, es müsste eigentlich noch drin sein, dass ich unendlos quasi bauen kann nach oben. Oder zumindest 10 oder 9 Stockwerke. Das habe ich schon dort im Auge hier.
So. Jetzt müssten wir quasi, was ich mal einmal gerne machen möchte, das werde ich auch, glaube ich, so beibehalten in jedem Stockwerk. Wie breit habe ich den gemacht? Ich markiere mir das mal kurz. 7. So, jetzt soll das bitte von hier auch 7 nach unten sein. 7 nach unten. Lass mal bis hier hinlaufen. Dass wir quasi ein großes Kreuz in der Mitte haben. Das kann ich da oben gar nicht so weit gegenlaufen lassen, wie ich es will. Aber so markiert es auch schon okay. Genau, und das Kreuz müsste dann ja auch nach hinten weitergehen. Dass wir quasi so abgeteilte Bereiche bekommen. Jetzt überlege ich gerade, ob das so ist, wie ich es mir vorstelle. Ich glaube tatsächlich, so wie da oben, werde ich hier jetzt einen Streifen wieder rauskatapultieren. Dass da eine richtige Wand zwischenkommt. Waren das jetzt 7? Ich habe nicht gezählt. Aber irgendwas passt hier nicht. Irgendwo habe ich mich verdrückt gerade. Unfassbar, ich habe mich hier irgendwo verdrückt. So. So, und dann darf nur hier verbunden sein. So. Dann kriegt das vielleicht diese Optik, die ich möchte. Die ich mir jetzt gerade ausgedacht habe. Genau, die ziehen wir mal durch hier hinten hin. Zack. So, dann bleibt dann nämlich genau dieser eine Steg frei. Dann kann hier nachher das Notaufnahmen-Arzt-Gedöns hinkommen. Und hier irgendwas anderes, was wir brauchen. So, dass da quasi so ein H hier entsteht. Ich will mir das nochmal weiter markieren. Wichtig, wenn die ganzen Schockräume hier hinten sind, dass die eine schnelle Verbindung in die ganzen Etagen haben. Das empfinde ich tatsächlich gar nicht mehr so unwichtig. Man könnte natürlich jetzt auf die, das war verkehrt, auf die Ecken hier immer was setzen, ne? Ich denke mal, das hält die Wege kurz genug. So, wenn wir 3 Fahrstühle haben, dann sollte das passen. Gut. Dann lassen wir das so. Kümmern uns mal kurz um die Wand. Wie immer bauen wir hier uns eine Steinmauer. Die bauen wir mal eben schon mal fertig bis... Ja, mach auch, ist egal. So, ich würde sagen, auf die Ecken platzieren wir mal die Toiletten. 6x6 sind 3 Toiletten drin. Okay, das passt dann soweit. Dann kommt ein Abstellraum. Genau neben die Toiletten. Mache ich auch mal 2 Stück. Ich weiß aus dem letzten, dass es nicht so optimal war, wenn man zu wenig Putzkräfte hat. Dann kommt ein Aufenthaltsraum hier mal gegen. Das kann ich gerade schlecht abschätzen, ob das mittig ist, ne? Wir hoffen mal auf das Beste und setzen das mal so. Wir können jetzt von außen rum anfangen. Wie will ich das jetzt machen? Setze ich das so? Oder lieber etwas raumsparender?
knifflig, weil ich gerade nicht weiß, wohin mit dem. Mit dem Wartebereich. So. Jetzt waren hier über 10 Minuten, glaube ich, Ruhe drin. Ich musste mich gerade ganz schön stark konzentrieren, wie ich das hier bauen will. Ihr seht jetzt das fertige Ergebnis. Und damit bin ich jetzt erstmal zufrieden. Also, ich habe jetzt hier oben mal ein paar Zäune rangeklatscht. Hier unten ist einer, oben einer und hier in der Mitte nochmal zwei. Einen komplett offenen Wartebereich, das finde ich eigentlich ganz cool. Und meine Information wollte ich schon sagen, meine Anmeldung ist hier. Wir bestücken das Ganze jetzt auch eben fix mit Personalo. Und zwar, wir achten mal wieder nicht auf die Attribute, sondern rein auf das, was sie können. Wir stellen uns zu Anfang gleich mal. Okay. Naja, genau so. Nicht versichert. Okay, das passt alles. Wir nehmen uns hier vorne gleich nochmal einen zweiten Arzt dazu. Putzen ist auch immer wichtig. Oh, du. Du. Wir machen gleich mal 4 Stück. Ich will das gar nicht erst. Meistens ist das nämlich immer so eine Sache. Die missachte ich dann später. Und dann wird es zum Problem. So, für abends können wir auch noch mal eben 2 zum Putzen einstellen. Ja, du kannst das ganz gut. Und du vielleicht noch so. Damit müsste. Wir gucken uns jetzt mal eben noch mal die. Hallo. Okay, einmal alles drücken. Bis wir es gefunden haben. Wo ist denn der Play-Button jetzt hier? Da oder nicht? So, und jetzt da. So. Los geht es. Schick, schick. Ja, behandle einen Patienten in der Notaufnahme. Damit werden wir dann gleich die Folge abschließen. Genau, das muss ich jetzt mal eben kurz. Okay, er hat sich da angemeldet. Der hat sich jetzt kein Ticket gezogen. Ich weiß nämlich nicht, ob das in der Wartezone stehen muss. Mir fällt jetzt gerade auf, das sieht total bescheuert aus, wenn da jetzt einfach mittendrin ein Raum steht. Wir müssen den Boden. Den Boden habe ich mit Absicht überall mal eben kurz gleich gemacht, weil ich mich noch nicht entscheiden konnte. Wir werden aber den Wartebereich da drinnen mal eben kurz andersfarbig gestalten. Das gefällt mir nämlich gar nicht so, wie das aussieht. Jetzt müssen wir mal kurz was aussuchen. Farbiger Boden. Wir werden jetzt nur den Wartebereich, damit wir den mal eben farblich auch ein bisschen abgetrennt haben. Könnte man so lassen, indem wir jetzt noch eben einen weißen Rand drumherum ziehen. Ist das richtig, was ich hier vorhabe? Jo. So, dann haben wir es ein bisschen visuell eingegrenzt hier. Ihr seid die, die keiner haben will. Ihr seid nicht alle krank. Nein, Spaß. So. Ja, so könnte man das optisch doch lassen. So finde ich das okay. So, da oben wird unser erster Patient behandelt. Was hat er denn Schönes? Ja, das weiß er schon. Mal einen Schluck hier aus der geilen Tasse trinken. Und er hat Fieber. Okay. Nehmt hier ein paar Knöpfe auf dem hier drin. Rote, geschwollene Mandibeln. Schön. Wow. Sehr nett. Dankeschön. So, da haben wir auch schon Patienten. Öffne Radiologie im Krankenhaus. Das machen wir aber erst in der nächsten Folge. Ist er schon weg? Genau. Nächster Patient, da warten schon welche. Konnten die sich dann jetzt was ziehen an der Nummer? Sonst muss ich da echt nochmal so ein kleines Stück Wand dahin packen. Das kann ich ehrlich gesagt nicht darauf achten. Da sitzen schon so viele, dass ich jetzt schon sagen könnte, wir nehmen uns da noch einen Arzt zu. Das machen wir mal hier unten. Und zwar hier. Ja, auch wenn uns Anästhesie jetzt hier nicht viel bringt, aber das lassen wir mal so. Auch hier, vielleicht wirst du ja mal ein guter. So.
Nee, offensichtlich funktioniert das nicht. Und ich sehe auch gerade, dass die Wände noch total komisch aussehen. Die würde ich zumindest einheitlich in... Was habe ich die anderen gemacht? Obere Seite weiß, okay. Dass die von außen mal eben alle gleich aussehen. Innerhalb meiner Notaufnahme hier. Das will ich dann doch schon mal eben. So, alles klar, das haben wir gemacht. Und ich wollte jetzt nochmal eben kurz ein Stück weißes Wand. Ein Stück weißes Wand. So, die setzen wir jetzt mal eben hier zwischen. Und nehmen uns mal den. Und den dazu. Ich guck mal kurz. Notaufnahme. Zwei sind da jetzt dran. Ich weiß jetzt nicht, ob das da unten ist. Wir lassen das jetzt aber auch einfach mal eben so. Weil ich gerade nicht weiß, ob das daran gekoppelt sein muss. Was ist mit dir? Du willst ein Labor haben. Gut, wir lassen es mal jetzt für die erste Folge sein. Ihr habt jetzt einen super vernünftigen Zusammenschnitt aus dem ersten Zeug gesehen. Lasst mir doch gerne jetzt mal einen Kommentar, Like, Abo, was da, womit ich was anfangen kann, sage ich jetzt mal. Um rauszufinden, ob ihr Bock habt, jetzt wieder die Serie aufzunehmen oder ihr sagt, nee, macht doch lieber was anderes. Würde mich freuen, wenn ich da ein bisschen Feedback zu kriege. Und ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann, reingehauen und tschö, tschö.